Was redet der da? Dann setzt er sich dahin bei die Deutschen, bei Cheyenne und Cheyenne. Cheyenne und ja, setzt er sich dahin und sagt, ja, ich hasse Kanaken, ich hasse Kanaken, ich hasse Kanaken. Oder Anime, oh, bist du geil? Bist du des Wahnsinns? Bist du krank? Laberst du da? Hast ja. du nicht das letzte Videoclip von ihm ja. gesehen? Den, ach so, Animus, okay. Ja, das ist crazy, Bro. Bunte Tüte, wer will so jetzt kommen? Wir haben alles hier. Das habe ich gesehen, hast du den Clip auch gesehen? Wir haben hier El Zayn, Omaira, dies, das. Haben wir alle gesehen, ne? Bruder, die Leute sind wahnsinnig, Mann. Ich küsse doch dein Herz. Keiner die Leute geht, sind wahnsinnig. Bruder. Der hat die Kontrolle verloren, Bruder. Der ist lost. Der hat von Bushido gelernt. Was ist das? Der hat von Bushido gelernt. Er hat den gezeigt, er hat gesehen, Awala, diese Mitleid-Tour, die geht voll durch, die muss ich auch machen. Ja, ich hasse Kanaken, ich hasse Straße. Ich will damit nichts zu tun haben, ich bin ein gebildeter Mensch. Das ist diese Doppelmoral, die diese Animus und Bushido beide verkörpern, ja? Sagen, die hassen die Straße und so, aber hey, haben neuen Rücken, Digga, ne? Und präsentieren den auch mit Stolz, Digga. Das ist cringe, Bro. Sag doch nicht, du hast die Straße, wenn du immer mit Straßenleute abhängst und die unter anderem dein Schutz sind, Digga, ne? Ich hasse Straße. Ich hasse die Straße. Bevor du die hast, ich hasse. So. Du bist aber nicht da gewesen. Ich habe einen guten Grund, warum ich die hasse. Jihad hat einen guten Grund, warum er die Straße hasst. Bruder, Blockprinz hat 5 Jahre im Knast gesessen, Bruder. Er hat einen guten Grund, warum er die Straße hasst. Ja. Warum hat was hat sie... Von was redest du, dass du hast? Weil du nur Ohrfeige gekriegt hast? Ohrfeige habe ich als Kind an jeden zweiten Tag gekriegt, wenn ich frech war. Yes. Soll ich jetzt meine Eltern hassen oder was? Von was redest du hier, Salome? Was machst du da? Und er will zum Verrecken nicht aufhören. Er will nicht aufhören. Und dann kommt Marvin California von der Seite und probiert Bushido zu retten, indem er eine Live-Reaktion auf meine Running Gags macht, die ja wirklich lustig waren. Ich hab ja nicht mal irgendwas beleidigt.